Und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Spielvereinigung und Aachen gegen den FC Augsburg im DFB-Pokal. Endstand 2:0. Erstmal Glückwunsch, Marc. Aber das erste Wort gebührt wie immer Gästetrainer des FC Augsburg, Marco Maas. Hallo zusammen, Marc. Glückwunsch zum Weiterkommen. Toller Fight deines Teams. Ja, wir sind brutal enttäuscht, traurig, auch ein Stück weit sprachlos, weil das so sicherlich nicht zu erwarten war. Ich glaube, dass wir in Summe eine sehr ordentliche Vorbereitung gespielt haben, dass die Jungs sich prächtig präsentiert haben. Aber heute, wo es ja gilt, haben wir das leider nicht auf die Platte bekommen. Ich glaube, dass wir trotzdem engagiert gestartet sind. Wir hatten 2-3 gefährliche Möglichkeiten, ohne wirklich einen ganz zwingenden Abschluss zu haben. Dann kommt das Gegentor. Haben wir ein bisschen gebraucht und haben dann die große Möglichkeit durch Demirovic kurz vor der Halbzeit den Ausgleich zu erzielen. Aber in Summe, muss man sagen, haben wir uns auch in der zweiten Halbzeit zu wenig Tormöglichkeiten erarbeitet. Erst sehr spät, als wir dann die langen Bälle vorne reingespielt haben. Da muss man einfach sagen, hatten wir nicht den Punch im letzten Drittel uns durchzusetzen in den entscheidenden Duellen. Waren sehr ungenau, viele einfache Passfehler. Das haben wir in der Vorbereitung viel besser gemacht und von daher verstehe ich die Enttäuschung der vielen Fans. Für sie tut es mir am meisten leid, 4000 Fans, die hierher gekommen sind, die sich da bei brütender Hitze in den Käfig stellen und uns pausenlos anfeuern. Ja, ist nicht zufriedenstellend und ich denke, dass wir in vielen Parametern richtig zu arbeiten haben und es mehr als ein Warnschuss ist, dass wir uns deutlich steigern müssen für die Liga. Marc, dir und dein Team wünsche ich für die weitere Pokalsaison und natürlich auch für die Liga alles Gute. Vielen Dank, Enrico Maaßen. Wir machen weiter. Marc Unterberger, dein Fazit zum Spiel. Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche, Enrico, die wir dann auch sehr dankend entgegennehmen. Ich glaube, dass die Chronologie vom Spiel, die 90 Minuten, extrem gut analysiert worden sind. Ich finde die ersten 10 Minuten extreme Nervosität bei uns. Augsburg bricht 2-3 Mal über die linke Seite durch, findet dann Gott sei Dank keinen Abnehmer in der Box. Das war so eigentlich, wenn ich ehrlich bin, die ganzen 90 Minuten über so die gefährlichste Phase, wo man von außen vielleicht auch das Gefühl gehabt hat, scheiße, hoffentlich passiert nichts. Ich finde dann, dass wir vor unserem Tor, das wir erzielen, 2 gute Chancen haben, einmal mit Fetsch. Und einmal den Distanzschuss von Skalatidis, der abgefälscht war, der, glaube ich, wenn der Torwart nicht pariert, hinten reinfällt. Riesenchance zum Ausgleich, aber wie in Regensburg einfach mit René Vollert, jemanden, der in so Momenten da ist, den du in so Momenten auch brauchst, weil wenn du diese Momente nicht hast als klassentieferer Verein, wenn der da die Dinger reinfallen, dann wird es sowieso schwer. Zweite Halbzeit war für uns dann eigentlich klar, dass Augsburg das Risiko erhöhen muss. Wir wollten mit Ball eigentlich einen Ticken besser sein, einen Ticken zielstrebiger auch nach vorne sein. Die Räume, die sich ergeben, nutzen, ist uns leider sehr, sehr spät gelungen in der Nachspielzeit. Wäre wahnsinnig ruhiger gewesen, wenn uns das früher gelungen wäre. Gab aber auch nur 2-3 Halbsituationen, nichts Großes, nichts Aufregendes. Und dann, glaube ich, gibt es die spielentscheidende Szene in der 90. Minute, als die Flanke an den zweiten Pfosten kommt und ja, der Augsburger Stürmer den dann am langen Eck vorbeilegt. Ich glaube, so Momente brauchst du dann als Haching im Pokal. Ich weiß nicht, was es für eine Wendung genommen hätte, wenn wir hier in die Verlängerung gemusst hätten. Bin wahnsinnig froh, bin wahnsinnig stolz auf die Jungs, die heute wieder eine extrem gute Mischung hatten aus jugendlichem Leichtsinn und Erfahrenheit. Und ja, freuen uns jetzt einfach auf die zweite Runde. Wünsche Augsburg nächste Woche gegen Gladbach einen guten Start, eine gute Saison. Sind ja nicht weit weg von uns. Die Verbindungen sind da. Dementsprechend, Enrico, die Wünsche gebe ich gerne zurück für eure Saison. Dann darf ich die Fragen an die Presse weiterleiten. Ja, wir fangen gleich an. Immer bitte mit Namen. Ja, kann immer nach
Erklärungen suchen, das ist ein schmaler Grat, Ausreden, Erklärungen, Rechtfertigungen. Wir haben einfach in der entscheidenden Zone uns zu selten durchgesetzt, zu selten wirklich gut positioniert, zu selten wurden wir dort sauber auch angespielt. In der Box haben wir in den entscheidenden Momenten, und wir hatten auch diese zwei, drei Momente, einfach nicht die Qualität, die Sauberkeit in der entscheidenden Aktion gehabt. Klar, wenn du dann nicht 1-0 hinten liegst und 1-0 führst, das ist ein anderes Spiel. Vielleicht auch, wenn wir das 1-1 machen, das ist ein anderes Spiel. Aber es alles hätte, wenn. Ich glaube, der letzte Punch hat gefehlt. Und nochmal, das war so nicht zu erwarten. Ich finde, dass die Jungs, die heute auf dem Platz standen, alle weg, eine sehr gute Vorbereitung gespielt haben und dass sie sich verdient haben, heute hier im Stadion zu spielen. Aber es ist dann heute der Ergebnisdruck dabei gewesen und dann sind die Verhaltensweisen bei dem einen oder anderen vielleicht auch andere. Das gilt es zu analysieren und jetzt ist das Spiel verloren, was ich gerade gesagt habe, brutal enttäuschend ist, aber wir müssen den Blick nach vorne richten, wir müssen viel arbeiten und müssen vor allem die richtigen Rückschlüsse aus diesem Spiel ziehen. Ja, ich glaube, dass wir in der Vergangenheit ja häufig auch darüber gesprochen haben. Die Jungs, die heute im Kader waren, die haben sich's alle verdient und deswegen standen sie auch im Kader. Hat das was mit der Wechselsituation eventuell zu tun? Nein, das hat was mit der sportlichen Situation zu tun. Bitte schön. Martin Moder, von der Deutschen Presseagentur. Herr Maaßen, Niklas Dorsch hat ein bisschen vom Austausch berichtet nach dem Spiel mit den Fans. Das soll auch sehr heftige Worte gefallen sein, ein bisschen wohl zu Beleidigungen. Können Sie aus Ihrer Sicht schildern, wie das war, der Austausch mit den Fans? Ja, nochmal, die kommen 4000 Leute hierher, die brüten da in dem Käfig, die peitschen uns nach vorne, überlegen sich eine Choreo. Also was Geileres kannst du dir fürs erste Spiel überhaupt nicht wünschen, und dass dann die Enttäuschung da ist, wenn du, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, bei einem Drittligisten ausscheidest, was auch immer möglich ist, dann ist es ärgerlich. Mich ärgert es, dass wir so wenig Tormöglichkeiten uns einfach auch in der zweiten Halbzeit erspielt haben, dass wir einfach unsauber waren. Und das haben wir über die ganze Vorbereitung viel, viel besser gemacht. Und das ist, muss man sagen, es ist enttäuschend einfach heute. Und einfach ganz klar den Finger in die Wunde legen, so dürfen wir in der Bundesliga nicht spielen. Da müssen wir besser sein. Da müssen wir einfach klarer in den Aktionen sein und haben hart zu arbeiten. Bitte schön. Marek Küschel von Kicker. Stimme ich dir zuversichtlich, dass es dann nächste Woche im nächsten Pflichtspiel wieder so aussieht wie in der Vorbereitung? Ja, dass wir es eben über eine ganz lange Zeit in der Vorbereitung richtig gut gemacht haben und heute eben einmal nicht. So, und jetzt nochmal, jetzt muss man schon vielleicht die eine oder andere Änderung dann auch vornehmen. Man muss die Woche abwarten, wie sich wer präsentiert, und wir sind am Anfang der Saison und natürlich ist das ein brutaler Dämpfer, wenn du direkt eine kriegst und im Pokal ausscheidest. Fokus einfach jetzt auf das nächste Spiel und immer dann, wenn das Stresslevel extrem hoch ist und du vielleicht auch mal ein bisschen taumelst, wenn du jetzt gegen den Drittligisten ausscheidest, dann sind die Sinne geschärft, und ich hoffe, dass wir das jetzt über die Woche hinweg, dass wir das im Training sehen und dass wir dann in einem Heimspiel, wo es richtig was gut zu machen gilt, dann einfach eine gute Performance abliefern und im besten Fall dreifach punkten, und das ist das Ziel. Gibt es noch Fragen? Machen wir erst da weiter, bitte schön, Klaus. Marc, ist das Ergebnis natürlich super für den Verein, auch wegen dem Geld. Aber ist es auch ein Motivationsschub für die seit Aufsteiger, dritte Liga, nächste Woche gegen Ulm ist wieder ganz was anderes. Hat das schon eine gewisse Bedeutung heute an zusätzlichem Selbstvertrauen? Ich glaube schon, dass wir die Professionalität besitzen sollten, DFB-Pokal und den Liga-Alltag zu trennen. Natürlich, und das ist überhaupt nicht despektierlich, Enrico, wenn du die Worte wählst, weil die Grundvoraussetzungen, wenn Liga 1 gegen Liga 3, die sind halt nun mal so. Das ist auch nicht wegzudiskutieren. Von dem her
Wissen wir, dass mit Ulm ein Aufsteiger kommt, dass es ein anderer Wettbewerb ist. Wir werden vielleicht sind wir kein Underdog, vielleicht geraten wir gegen Ulm in eine andere Rolle. Das werden andere beurteilen, dann auch in den Vorberichten. Aber das ist gegen Ulm und schaut euch mal die DFB-Pokalspiele an oder auch Spiele, wenn du die vermeintlich oder die großen Gegner schlägst, dann ist das nächste Spiel immer das, dass du eine gute Mischung finden musst, eben nicht mit Überschwang reinzugehen, nicht noch von dem, was letzte Woche war, zu leben, sondern du musst dir alles wieder von Minute 1 an holen. Und das wird uns gelingen müssen gegen Ulm. Unser Fokus liegt klar auf der dritten Liga. Wir freuen uns, heute eine Runde weitergekommen zu sein, auch finanziell, Klaus. Aber für uns geht es ganz klar um den Klassenerhalt in der dritten Liga und um den Umbruch auch viele, viele, viele eigene, die heute auch dabei waren. Und das möchte ich echt nochmal betonen. Wir haben 10 Spieler im Kader gehabt aus dem eigenen NLZ, die alle unter 20 waren, die weiter zu integrieren in diese Mannschaft. Und alles andere ist echt sekundär. Jetzt bitte schön. Also meine Zeit des Feierns ist vorbei. Soweit ich weiß, haben sonntags auch die Clubs in München zu. Und dementsprechend, glaube ich, haben nicht zu. Was hat offen? Das hat lieber nicht. Also die Mannschaft bleibt hier, ich gehe in den Club, wir gehen dann gemeinsam, bist eingeladen. Nein, also nochmal, wenn du eine Runde weiterkommst und du musst feiern. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, heute wird nicht gefeiert und wir gehen zur Tagesordnung über. Die Mannschaft hat morgen einen freien Tag bekommen. Wir werden uns am Dienstag wieder treffen. Ein Teil wird die zweite Runde im Toto-Pokal spielen, die wir an der Stelle überhaupt nicht vergessen dürfen, weil das für uns die Grundvoraussetzung auch sein wird, sich wieder für den DFB dann auch zu qualifizieren. Der Verein ist auf die Einnahmen angewiesen. So, und dann der andere Teil wird am Dienstag regenerieren und ab Mittwoch ist dann Fokus auf Ulm. Dann gehe ich davon aus, oder gibt es von da hinten noch Fragen? Sieht nicht so aus. Dann darf ich mich herzlich bei Enrico Maaßen bedanken. Kommt gut nach Hause und viel Glück in der Liga. Marc, dir auch vielen Dank und natürlich einen herzlichen Dank an die Presse.